Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Magna Carta 2. Wir befinden uns hier immer noch auf dem Dunan-Hügel, wo wir im letzten Part arge Schwierigkeiten hatten, beziehungsweise ich arge Schwierigkeiten hatte. Ich will uns da immer nicht in ein Boot setzen, weil vielleicht würde manch einer von euch das irgendwie ein bisschen besser hinbekommen. Wir haben, ich glaube, dass das in der letzten Folge war, unsere erste Nebenquest verhauen. Glaube ich, befürchte ich. Und ja, gucken nun, dass wir diesen Dunan-Hügel irgendwie abgeschlossen bekommen. Und ich stelle mich jetzt auf weitere, überaus schwierige Kämpfe ein. Ich habe ja mir in der letzten Folge oder in der vorletzten, ich weiß das leider ehrlich gesagt nicht mehr so genau, also immer wenn ich so den einen oder anderen Tag pausiere, habe ich da mal so ein bisschen meine Schwierigkeiten, das genau zuzuordnen. Auf jeden Fall habe ich einen folgenschweren Fehler begangen in Bezug auf Crosshairs Waffen. Und das ärgert mich irgendwie immer noch, weil ich eigentlich seine Feuerballwaffe, die wir vorher genutzt haben, aus Versehen verkauft habe und dann eine vollkommen falsche Waffe eingekauft habe. Und damit war das Chaos perfekt und deshalb sind wir jetzt momentan mit der etwas überlevelten DLC-Waffe hier unterwegs. Arut! Bitte sag Großvater, dass ich wohl bald zurückkehren werde, er soll sich keine Sorgen machen. Ja, das war die Aufgabe, dafür müssen wir dann zurück nach Abazet. Was wir dann hoffentlich vielleicht sogar in dieser Folge schon umsetzen können. Aber wir gucken erstmal, dass wir jetzt hier halbwegs durchkommen. Und ja, ich fühle mich immer noch schlecht, weil ich mit dieser überaus starken Waffe unterwegs bin. Ich bleibe aber auch dabei, dass ich im letzten Part wahrscheinlich kläglichst gescheitert wäre an unserer Hauptmission. Wenn, ja, wenn ich da mit so einer Standardwaffe um die Ecke gekommen wäre, weil das waren teilweise Kämpfe, die echt schon total knapp gewesen sind. Also so rein vom Schwierigkeitsgrad her würde ich ja fast sagen, dass das schwieriger war als meine bis dato Nummer 1, nenne ich das mal, gegen Huaren. Ne, das war ja bisher immer so der Kampf, der mir am negativsten und am schwierigsten in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, der beim letzten Mal hat das so ein bisschen in den Schatten gestellt. Und ganz ehrlich, die Kämpfe werden hier mit Sicherheit nicht einfacher. Was ist das denn hier? Ach du heiliger Bimbam. Ja, wenn man vom Teufel spricht, so viel zum Thema schwierige Kämpfe und so. Aber wir gucken mal. Also Vekas sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Erinnert mich so ein bisschen an, na, sag schon, Rettern. Rettern aus Pokémon. Die Entwicklung davon, habe ich gerade voll vergessen. Ich hätte gerade fast radikal gesagt. Warte mal, wie hieß denn das? Wie hieß denn das Vieh? Wie mich das gerade ärgert. Normalerweise kann ich die ersten 150 Pokémon voll auswendig und so, aber ist wahrscheinlich gerade so ein bisschen der Aufregung geschuldet. Ja, Vekas, du bist bestimmt so ein Vieh, was uns irgendwie voll vergiften will und so. Ich frage mich gerade, ob du irgendwie einen Meister oder sowas hast. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal mit den Chains wieder anfangen. Lang ist's her, man kann ja mal probieren. Gucken wir mal einfach, wie weit wir kommen. Also irgendjemand von unserer Truppe hat, glaube ich, Giftimmunität beim letzten Mal von mir spendiert. Oh, Juto ist gleich tot. Okay, ich glaube, Juto können wir uns gleich knicken. Aber ich werde jetzt hier erstmal meine... Ja, stimmt, weil ich Seffi auch nicht mit dabei habe. Ah, jetzt bin ich im Overheat. Und im Overheat kann ich auch keine Items verwenden. Das ist natürlich sehr blöd. Okay, aber ich kann Juto immerhin noch steuern. Was war denn das hier? Hier, 1200. Das brauche ich jetzt definitiv. Ich hoffe, der kriegt das auch rechtzeitig hin. Ja, sehr schön. Dann kann er sich auch gerne hier mal irgendwie heilen. Ja, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen blöde, aber ich habe gerade irgendwie keinen Bock, Seffi hier noch mit ins Boot zu holen, obwohl das wahrscheinlich sinnvoll wäre. Alter, was diese Schlange hier für Schaden austeilt. Ich habe die noch gerade noch hochgeheilt. Was soll denn das hier? Okay, warte mal. Ich glaube, ich komme jetzt gerade irgendwie nicht drum rum, Seffi doch noch mit reinzuholen. Das ist mir nämlich ansonsten gerade etwas zu heikel. So, und diesmal wird Celestine dran glauben müssen, weil ich glaube, wir brauchen jetzt Crosshairs Feuerkraft hier mehr als dringend. So. Hoffentlich läuft das jetzt irgendwie ein bisschen besser. Ich habe gerade irgendwie trotzdem ein bisschen Angst vor diesem Gegner. Nee, warte mal. Ich wollte jetzt hier irgendwie... Genau, den Charakter wechseln und zwar auf Crosshair. Sehr schön. So, der ist leider auch im Overheat. Das habe ich ein bisschen versemmelt. Mich hat ein bisschen irritiert, dass Shuto da fast draufgegangen ist und so. Das muss jetzt definitiv besser werden. So, ich brauche etwas mehr Kahn. Achso, jetzt habe ich es komplett. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt hier mal den Plasma-Ball. Ich hoffe, dass er jetzt nicht in den Overheat-Modus kommt. So, dann weiter hier zu Juto, der auch direkt seinen Himmelshammer einsetzen kann. Und genau, damit haben wir dann unsere Chainbreak. Oh, 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 Steffi ist im Overdrive und hat keinen Kahn. Sie hat keinen Kahn, doch jetzt, okay.
Heilender Wind. Und danach müsste ich dann auf Crosscell wieder rüber, ne? Ich kann nicht. Doch, jetzt. Okay, sehr schön. Ja, momentan läuft das. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Kerngenerierung. Ich kann jetzt zum Beispiel den Plasma-Ball wieder nicht einsetzen. Jetzt aber. Boah, ich hoffe, dass das jetzt nicht in den... Ich glaube, das wird jetzt aber in den Overheat-Modus übergehen, oder? Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Huh. Ingwerlilie. Also sehr, sehr geiler Boss, ja, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber ich finde vom Schwierigkeitsgrad ist das langsam bedenklich so für meinen Geschmack. Also ich hätte ganz, ganz große Mühe, hier ohne Crosshells Superwaffe das hier alles durchzukriegen. Also hätte mich echt mal interessiert, ob mir das gelungen wäre unter anderen Rahmenbedingungen. Sehr schön. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Cutscene, oder? Weil das im Hintergrund auch so still ist gerade. Okay. Ja, immerhin hat es ordentlich Erfahrung gebracht, wie mir scheint. Oh ja. Oh ja, das scheint kein allzu einfacher Boss gewesen zu sein. Next up is Darkblade Fortress. Okay. Dafür extra eine Animation. Okay, war wahrscheinlich wichtig, dass er uns darauf nochmal hinweist. Ach, das hier ist quasi diese zweite, dieser Außenposten, Zwischenstation, Dingens, keine Ahnung, wie die das seinerzeit genannt haben. So, warte mal, von wo sind wir denn gekommen? Ach ja, da steht's auch. Kontrollpunkt 1 und 2. So, warte mal, wir sind von hier gekommen. Ich will nur sicher gehen, dass wir keine Truhen oder sowas auslassen. Ich weiß auch, dass wir gerade noch eine neue Waffe bekommen haben. Ich glaube, das war aber so eine Waffe, die wir jetzt noch gar nicht... die wir jetzt noch gar nicht nutzen können, sollen, dürfen. Ingwerlilie hieß das Ding, ne? Das wird bestimmt irgendwas für Seffi gewesen sein, schätze ich mal. Nee. Ingwerlilie. War das überhaupt eine Waffe? Ja, hier. Ach so, ja, stimmt. Das ist so ein Aromateil für sie. Hier muss ich jetzt vorsichtig sein, ey. Ich bin so traumatisiert wegen diesem Crosshell-Fauxpas, dass ich echt hier immer total die Panik schiebe, weil ich immer befürchten muss, dass ich hier irgendwas falsch mache. Aber nee, in dem Fall ist das okay. Keine Waffe für uns, weil wir hier beim Bogen bleiben. Und ich würde eigentlich ganz gerne auch, Celestine wieder mit reinnehmen. Die ist jetzt auf Level 24. Irgendwie findet sie den Anschluss nicht so wirklich, wie mir scheint. Das dauert echt eine ganze Weile, bis sie da... ach, wie schön ihre Augen unten rechts aussehen. Ich finde das immer voll toll, wenn in Videospielen auch Wimpern so ein bisschen eingearbeitet sind. Aber guckt euch das mal an. Bei Crosshell und Juto sind kaum Wimpern zu sehen, aber bei ihr dafür umso mehr. Total schön. Das haben die echt toll gemacht. Ja, solche Kleinigkeiten interessieren mich immer voll. Da bin ich halt doch manchmal so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen mädchenmäßig unterwegs. Hier erstmal noch eine schicke Truhe. Und ich glaube, dass wir, sobald wir diese komische... LP Level 2. Guck mal, das ist dieser Kamont, dem ich immer so ein bisschen hinterhergetrauert habe, ne? Weil wir den bisher nicht, ach, aber ich werde den jetzt nicht mit reinpacken. Ich glaube, wir sind gerade echt ganz gut ausgerüstet mit unseren Kamons, die in den Waffen drinstecken, hoffe ich zumindest. Noch eine zweite Truhe? Ja, na hallo! Das ist doch mal toll. Ich habe das gerade eher so zum Spaß gesagt, aber umso schöner, dass das auch erhört wird. Und ein bisschen was an Geld. Auch nicht verkehrt. Also im Magna Carta kann man sich wirklich über Geld freuen. Ist nicht in allen Videospielen so, weil manchmal bekommt man das echt ganz schön hinterhergeschmissen und weiß dann immer gar nicht, wohin eigentlich damit. Aber ja, in diesem Fall konnten wir das bisher immer ganz gut gebrauchen und sind nach jedem Großeinkauf auch immer schon total pleite gewesen, ne? Also das ist ja definitiv ein riesengroßer Segen. Wir haben an zwei Orten alle Säulen gesichert. Haben wir das? Ich weiß immer gar nicht, ob ihr mit dabei seid, aber eigentlich haben wir die gesichert, also die Counter-Sentinel-Einheit und nicht ihr, oder? Ich erkaufe viele nützliche Vorräte. Na dann zeig mal, bestimmt das Pendant zu dem, was dieser andere Händler uns anbieten konnte. Ja, ich bin am Überlegen wegen so ein paar Heilsachen. Genesungsblume. Boah, ganz schön teuer, oder? Weil ich meine, klar, das bezieht sich auf die ganze Gruppe, aber Gruppe bedeutet ja in diesem Fall nur zwei Wiederbelebungen, weil einen brauchen wir ja noch, der das letzten Endes auch ja, anwendet. Aber ich glaube, das hier hätte ich ganz gerne einmal auf 10. Und diese Heilblume, ich glaube, die ist auch nicht verkehrt, wenn wir uns davon ein bisschen mehr holen. Haben wir das jetzt halt auf 15.
Und den Rest, den brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Vielleicht werde ich auch das nicht brauchen, was ich gerade eingekauft habe, aber ich will jetzt keine Risiken eingehen. Südoffizier. Dank der Counter-Sentinel-Einheit konnten wir ohne Schwierigkeiten hierher vordringen. Immerhin weiß er, wem er hier zu danken hat, ja, und sonst sich hier nicht in fremden Taten. Dank der Beteiligung der Prinzessin ist die Moral der Soldaten gestiegen. Sehr schön, bitte hilf uns bis zum Ende. Nö, wir gehen jetzt nach Hause, also wir haben jetzt voll keinen Bock mehr. So mitten in der Mission packen wir jetzt unsere Sachen und gehen wieder zurück nach Abazet. Tschüss, könnt ihr selber gucken, wo ihr hier bleibt. Vielleicht hätte ich mir das auch ein bisschen erleichtern können, wenn ich mit den Bombenkisten gearbeitet hätte. Kann das sein? Aber so im Eifer des Gefechts komme ich immer nicht auf die Idee. Und mir scheint auch diese Explosion nicht den Radius zu haben, den ich mir eigentlich wünschen würde, um da ja irgendwie dem Feind letzten Endes Schaden zuzufügen. Was ist denn das hier? Also das hier mündet in eine Sackgasse, wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. Gucken wir uns mal erstmal hier um. Vielleicht wird es hier noch das ein oder andere Schätzelein geben. Was ist denn das hier? Sieht irgendwie aus, als ob das irgendwann mal zum Shortcut werden könnte. Ne, weil hier auch ein bisschen... Oh, aber guck mal, eine Truhe. Ne, obwohl so richtig shortcuttig sieht das eigentlich nicht aus. Sieht Kamont der Beharrlichkeit. Oh, das ist, glaube ich, so ein Spezial-Kamont. Also so rein von der Bezeichnung her könnte man das zumindest annehmen. Wo gucke ich denn am besten nach, was für Kamons wir gerade bekommen haben? Ist das hier auch bei Items mit drin? Ja, da hat das sogar seinen extra Reiter. AP plus 10% und Schnelligkeit plus 10, wow. Wow, wow, wow. Ich glaube, wir haben diese 5er-Ausführung, also das 5er-Pendant, das haben wir irgendwie schon. Ich glaube, das hat auch irgendjemand ausgerüstet. Ich gucke mal eben ganz kurz. Ja, guck mal hier. Genau dieses Zeug hier. Und das werden wir dann auch direkt mal austauschen. Das ist nämlich ein mehr als nettes Upgrade, will ich meinen. So, sehr schön. Super. Wird sie vielleicht auch ein bisschen länger überleben. Und dann können wir eigentlich gucken, ob wir dieses andere Kamon-Teil nicht auch irgendjemandem noch zur Verfügung stellen sollen. Ey, das hier ist so übertrieben. Seine Tafel ist echt ganz schön pervers gut befüllt. So, was hat er denn hier zum Beispiel? Hier, guck mal. Achso, nee, das hat er schon. Bei ihm hätte ich das eigentlich auch auswechseln können. Das wäre für ihn vielleicht sogar sinnvoller gewesen, aber ich habe gerade irgendwie keinen Bock, das umzustecken, weil, ja, wir im letzten Kampf gesehen haben, wie schnell er drauf geht, aber, ja, auch eine Celestine ist das ein oder andere Mal hier schon wieder kurz davor gewesen, irgendwie ins Gras zu beißen, deswegen belasse ich das erstmal so, wie ich das ursprünglich eingerichtet habe und dann gucken wir mal. Vielleicht hilft es eher auch weiter, hier ein bisschen besser sich kampftechnisch zu bewegen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall irgendeine Mission. Ich sehe da oben rechts nämlich... Achso, der Typ da hinten wird das Ausrufezeichen darstellen, okay. Es ist noch ein bisschen weiter zur Dunkelklingenfestung. Okay, ja, ich habe schon auf der Karte gesehen, wie weit das geht eigentlich. Hey, wer bist du denn? Getarnter Speer, du siehst ja geil aus. Wie ich gehört habe, ist der feindliche General, der die Dunkelklingenfestung verteidigt, ein ausgezeichneter Schwertkämpfer. Sieht weiblich aus, wahrscheinlich ist es nicht Claire. Okay, irgendwie macht mir das gerade ein bisschen Angst. Wir haben ansonsten aber keinen weiblichen Bösewicht bisher hier irgendwie gesehen, oder? Ich wusste, dass ich mich auf die Einheit der Prinzessin verlassen konnte. Oh, ist aber nett. Ich mag Leute, die ehrlich und realistisch zu aufrichtigem Dank imstande sind, ja. Ab hier verengt sich die Straße, ihr müsst sehr wachsam sein. Ich mag verengte Straßen, die sind wenigstens ein bisschen übersichtlicher als so großflächige Areale. Wir haben die Dunkelklingenfestung erreicht, aber ein Koloss bewacht die Brücke, die zu ihr führt. Unsere Soldaten können es nicht mit ihm aufnehmen, die Counter-Sentinel-Einheit soll es richten. Der Weg zur Dunkelklingenfestung wird von einem Koloss der Nordarmee bewacht. Erledige ihn und greife die Festung an. Sobald du damit fertig bist, melde dich bitte bei den Soldaten, die als Unterstützung in die Nachhut gegangen sind. Kahn-Belohnung und Kamont der Leidenschaft. Mhm. Also die Belohnung ist auf jeden Fall mehr als lecker. Ich glaube, der Koloss, der wird uns auch gut beschäftigen, befürchte ich. Bitte räumt den Koloss aus dem Weg, der die Brücke vor der Festung bewacht. Für diese Mission gibt es eine spezielle Belohnung. Also komm auf jeden Fall wieder, wenn du den Koloss getötet hast. Okay, den Koloss töten gestartet. Ich hoffe, dass wir die nicht wieder irgendwie versemmeln können. Aber bevor wir da hingehen, will ich erstmal speichern. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier wieder keinen Zeitdruck haben und irgendjemanden beschützen müssen oder so. Also das wäre zumindest bei dieser Belohnung mehr als ärgerlich.
mitnehmen, weil da waren, glaube ich, zwei Sachen dabei, die wir so in der Form, glaube ich, noch gar nicht bekommen haben. Und auch die 2000 Erfahrung, die möchte ich nicht einfach hier liegen lassen. Aber wir haben ja gespeichert, also wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommen sollte und ich jetzt hier irgendwas versemmeln sollte, dann behalte ich mir vor, oh, die hätte ich ja gerade fast übersehen. Genesungsblume mal 2. Ja, kann nicht verkehrt sein. Was war das? Okay, irgendjemand, der uns hier anzaubern möchte. Nein, hallo? Ich habe gerade voll die falsche Taste gedrückt. Ich wollte gerade voll nicht gepeilt, wie ich ins Angriffsmenü reinkomme. Aber das ist hier noch nicht der Koloss, ne? Der sieht nämlich voll geil aus, der Gegner. Ich bin immer kurzzeitig betäubt. Das nervt gerade so ein kleines bisschen. Boah, ich glaube aber langfristig gesehen werde ich Celestine echt wieder durch Dings austauschen müssen durch Seffi. Weil das ist ja ganz schön übel. Aber wir bekommen ja auch richtig, richtig, richtig gut viel Erfahrung. Finde ich gut. Hä? Irgendwie peile ich immer nicht ganz, nach welchen Prinzipien die sich hier ihre Angriffsobjekte aussuchen. Weil, hallo? Mann, ich kann mich hier schon wieder gar nicht bewegen. So, jetzt aber Werwolf-Ritter, tschüss. Meine Güte, ist das nervig. Okay, jetzt aber. Jetzt werde ich Seffi wieder mit reinholen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie hier so von hier auf jetzt so anziehen in Sachen Schwierigkeitsgrad. Das überrascht mich dann doch etwas. Ja, ist irgendwie blöd, dass ich jetzt hier Celestine diesen geilen Kamond gegeben habe. Das hätte ich vielleicht eher bei jemand anderem machen sollen. Also bei Juto wäre das wahrscheinlich besser aufgehoben. Ja, Seffi, kannst du jetzt hier mal irgendwie heilender Wind? Ach nee, zu wenig Kahn. Ja, das ist ja aber auch blöd hier. Oh, ich habe irgendwie keinen Bock jetzt hier für Juto wieder irgendwas auszugeben, aber mir fällt gerade was anderes ein. Warte mal. Ich werde ihm, glaube ich, mal so ein Fieberimmunitätszeug mit auf den Weg geben. Ich glaube nämlich, dass ihn das hier ganz schön einschränkt. Immun gegen Frostbeule, genau. Das wird er nämlich so in der Form nicht brauchen. Immun gegen Vergiftung. Hä? Okay, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir sowas haben. Also so eine hier Immun gegen Fieber. Dann geben wir ihm hier mal den Entgiftungsring. Und dann bekommt er stattdessen... was war das nochmal hier? Ohrring des roten Spatzen. Alles klar. Wird er jetzt dadurch auch geheilt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, schade eigentlich. Aber ich glaube, ich lasse mir das jetzt nochmal was wert sein, ihn hier von Fieber zu befreien. Fieberverbrennung heilen, genau. Von dieser Eisauflage haben wir nämlich ein bisschen was. Und im gleichen Atemzug bekommt er jetzt hier auch... Also, das war gerade nicht er, aber... Ich glaube, ich heile jetzt unsere Leute hier zumindest ein ganz kleines bisschen hoch. Damit Seffi zumindest die faire Chance bekommt, sich auch ein bisschen mit Kahn zu befüllen. Weil momentan kann sie, wie gesagt, nicht so aus dem Stand heraus heilen. Aber guck mal, da ist schon der Bursche, den wir hier... besiegen sollen. Und das Gute ist, dass wir jetzt offensichtlich niemanden beschützen müssen. Ich habe irgendwie trotzdem total Angst vor dem Vieh. Der sieht nämlich aus, als ob der richtig ordentlich Schaden austeilt mit seiner riesigen Klinge hier. Ey, es ist der Wahnsinn, wie viel Schaden Juto frisst. Ich hoffe, dass Seffi hier ein bisschen weit... Ja, okay, sehr schön. Seffi, ich mag dich. Du hast dich gerade wieder mit mir versöhnt, weil du gerade so aufmerksam gewesen bist. So, Plasma-Ball. Und weiter, 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 weiter. Achso, der ist schon tot. Okay. Okay, okay, alles gut, alles gut. Jetzt sind wir wieder bei ihm. Sehr schön, dann holen wir uns, würde ich mal sagen, auch unsere dicke Belohnung jetzt erstmal ab. Und das wird hoffentlich wieder den ein oder anderen Levelaufstieg bringen. Ich glaube, so langsam lohnt es sich auch wieder mal in diesen Skillbaum reinzugucken. Denn das eine oder andere müssten wir dann demnächst auch wieder verbessern können. Hoffe ich, meine ich, glaube ich. Ich glaube, bei Crusell müssen wir auch bald die 100 SP zusammen haben, schätze ich mal. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Dunkelklingenfestung kümmern. Hals- und Beinbruch. Dankeschön. Kahn-Belohnung, Kamond der Leidenschaft. Was heißt denn Kahn-Belohnung letzten Endes? Können wir jetzt irgendwie schneller Kahn generieren? Also, ach nee, das wird bestimmt so ein Kamond sein, was uns zusätzlich Kahn verschafft aus diesen Kämpfen heraus. Würde ich jetzt mal so schätzen. Neue Mission zufällig. Die Dunkelklingenfestung ist gleich da vorne. Bitte sei vorsichtig. Ja, okay, werden wir sein. Jetzt geht es erstmal darum zu gucken, was wir da Schönes bekommen haben. Und da gucke ich jetzt diesmal wirklich das allererste Mal bei Juto nach. Weil er hier auch so einen Spezialslot mit drin hat. Und ja, können wir gleich mal gegenüberstellen. Kahnproduktion plus 100, schön wär's. plus 10%. Ausdauer und Verteidigung. Ich glaube, das bekommt er.
Ich glaube, das ist letzten Endes wertvoller, also gerade auch die Verteidigung, als das, was er momentan nutzt. Wobei mir die 5% LP ein bisschen wehtun. Aber ich glaube, wir fahren hiermit trotzdem ganz gut. Sehr schön. Okay, da freue ich mich drüber. Was waren das andere gewesen? Ach so, diese Kahnbelohnung. Ja, so wie ich vermutet hatte, ne? Plus 10%. Ich glaube, das wäre für Seffi vielleicht gar nicht mal so schlecht, damit sie auch in kürzeren Zeitabständen die Möglichkeit bekommt, mal zu heilen. Bin mir gerade nicht sicher. Also Camontes Mutes ist halt auch irgendwie geil, aber ich glaube, ich werde auf die Kahnbelohnung eher pochen. Ich glaube, das ist letzten Endes wertvoller, gerade wenn ich auch der Meinung bin, hier wieder in diesen Chain-Modus überzugehen und mich da ein bisschen an Chain-Breaks und so zu versuchen. Ich gehe mal eben schnell speichern. So viel Zeit muss sein, weil ich weiß nicht, was uns da jetzt erwartet, aber wenn die uns schon in Aussicht stellen, dass wir hier... Ey, guck mal, es ist voll geil, wie dieser Stein mit der Kette befestigt ist. Voll toll gemacht. Finde ich cool. Voll das interessante Detail. Also interessiert wahrscheinlich keine Sau außer mich, aber trotzdem. Ja, wenn die uns schon in Aussicht stellen und wir das auch auf der Karte sehen, dass wir uns jetzt unserem Missionszielort nähern, dann wäre das, glaube ich, sehr töricht, da einfach reinzugehen, ohne irgendwie zu speichern. Okay, jetzt habe ich gerade irgendwie Angst, weil der Cube gerade angesprungen ist, aber ich will ganz gerne erstmal die Gegner hier aus dem Weg räumen, bevor ich mir durchlese, was höchstwahrscheinlich Raoult jetzt hier irgendwie wieder zum Besten zu geben hat. Wahrscheinlich irgendwelche Boss-Hinweise, schätze ich mal. Ich gehe mal davon aus, dass das, was wir bisher bekämpft haben, hier eher so das Vorgeplänkel war für den wirklich schwierigen Kampf, der da unmittelbar bevorsteht. Und ich habe da echt ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Auch wenn ich mal angucke, wie ätzend die letzten Kämpfe hier verlaufen sind, dann glaube ich, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt hier in nächster Zeit den Game-Over-Bildschirm zu Gesicht bekommen. Aber wir kriegen das hier schon irgendwie hin. Ey, diese Lava-Pfützen, die nerven sowas von. Warum können wir so einen geilen Zauber nicht, ey? Crossell, kannst du dich irgendwie mal weiterbilden oder so? Ja, kann das jetzt hier mal weggehen? Ich will meine zarten Füße jetzt hier nicht in dieser Lava-Brühe versenken. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt hier doch mal durch. Ich nehme auch gar keinen Schaden, kann das sein? Nee. Wow! Wow. Okay. Aber warte, wir haben doch noch was zu lesen hier, Nachricht. So, das ist bestimmt der Hinweis, dass wir... voll der Spoiler, ey. Spoilern die uns jetzt hier schon, was der nächste Gegner sein wird, oder was? Raoult. Es gibt drei Säulen in der Nähe des Leviathans, die die Festung bewachen. Die Säulen haben Angriffs-, Vergiftungs- und LP-Regenerationsfähigkeiten. Sie sind in der Regel inaktiv. Wenn die Schlacht schleppend vorangeht, aktiviert sie der Leviathan. Jedes Mal, wenn eine Säule angeht, wird der Augapfel im Himmel aktiviert und greift an. Du kannst... Entschuldigung. Du kannst den Leviathan austricksen, indem du die Säulen zerstörst, aber die Säulen und der Augapfel bauen sich immer wieder auf, also sei vorsichtig. Boah, nee, das klingt schon wieder nach irgendwas. Sie sind in der Regel inaktiv, wenn die Schlacht schleppend vorangeht, aktiviert sie jedes Mal, wenn eine Säule... Boah, okay, ich mag den Kampf jetzt schon nicht. Ich weiß zwar nicht, gegen wen oder was wir da kämpfen, außer dass es irgendein weibliches Exemplar, was nicht klar sein soll, sein wird, aber... So, warte mal, jetzt probiere ich mal das hier. Einmal die Bombenkiste. Nein, nein, ich hänge hier. Habe ich jetzt angezündet? Nee. Hä? Ja, toll. Ach doch, jetzt brennt sie, aber jetzt müsste sie auch hier einen Augenblick angehen. Sehr schön, wow. Okay, also der Schaden, der ist überaus ordentlich, aber trotzdem irgendwie... Irgendwie ganz schön ätzend ja alles. Also auch, dass sie mit jedem Treffer mich immer kurzzeitig paralysieren, nervt so ein bisschen. Außerdem scheinen die irgendwie so einen Narren an Crossell gefressen zu haben, der hier irgendwie immer so mit erster Prio angegriffen wird, wie mir scheint. So, warte mal. Erstmal, woher kam das denn jetzt schon wieder? Ja, also irgendwie kapiere ich nicht, aus welcher Richtung ich hier befeuert werde. Aber wir gucken uns hier erstmal um. Das ist doch mal so eine richtig schöne obligatorische Truhen-Rollenspiel-Sackgasse. Heilblume mal 2. Ja, so Heilsachen werden uns hier wahrscheinlich aus gutem Grund hinterhergeworfen. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass uns jetzt ein echt übler Kampf bevorstehen könnte. Und ich weiß irgendwie immer nicht, wer. Also wenn wir im Vorfeld schon den Hinweis bekommen, ja, dass da irgendwelche gegnerischen Unterstützungssäulen gleich ins Spiel kommen. Habe ich das jetzt angezündet? So, jetzt aber. Und, wie ist der Radius? Trifft das jetzt beide? Oh, da sind sogar mehrere. Oh, okay. Drei Gegner hat das, glaube ich, getroffen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Seffi, könntest du dich bitte heilen? Also ich will jetzt hier nicht auch noch dein Heilungsbursche sein. Oh, wie mich das aufregt, wenn die das nicht selber geschissen bekommen, ne?
Das ist ja schon wieder. Ich habe sie ja nicht umsonst eingewechselt. Aber naja, gut, immerhin, wenn die Mitstreiter irgendwie in einer Zwickmühle sind, dann hilft sie da aus. Aber sie soll auch ein bisschen auf ihre eigene Heilung achten und das hat sie gerade eben getan. Ich glaube, sie belauscht mich gerade so ein bisschen. Ist aber auch gut so. Das wird sie wahrscheinlich dazu bringen, sich auch ein bisschen zu verbessern. Ja? Es ist nur zu deinem Besten, Seffi, dass ich dich die ganze Zeit kritisiere und rumnörgle und hast du nicht gesehen. Ja, also Seffi sollte ich jetzt wieder als festen Bestandteil, denke ich mal, mit drin behalten in der Mannschaft. Ausnahme wird vielleicht sein, wenn wir uns irgendwann mal wieder Feuerkarnkristall erhalten. Okay, ich glaube, das haben wir von dem Gegner bisher auch noch nicht bekommen. Autsch, okay. Ja, da wollte ich mal eben kurz stehen bleiben und mich umgucken, aber offensichtlich möchte das Spiel nicht, dass wir diese Möglichkeit bekommen. So, ihr seid diejenigen, die uns hier gerade unnötigst befeuert haben, oder? Sehr viel könnte auch gerne mal Juto wieder heilen. Also so langsam mache ich mir hier echt Sorgen, was diesen Schwierigkeitsgrad hier angeht, weil ich komme hier echt überhaupt gar nicht klar. Juto ist gleich tot. Ja, und jetzt muss ich wieder eingreifen. Ist ja klar. Ich würde mir echt wünschen, dass Seffi ein bisschen mehr Weitsicht zeigt und vielleicht schon anfängt zu heilen, bevor sie irgendwie registriert, dass unser Mitstreiter kurz vorm Verrecken ist. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt, ne? Seffi würde das jetzt bestimmt so verteidigen, dass sie sagt, ich glaube an die Skills meiner Mitstreiter und ich glaube daran, dass ihr euch das selber rausfinden könnt oder so. Oder sie ist einfach zu wenig mächtig, um, weiß ich nicht, hier in kürzeren Zeitabständen ihre Heilzauber loszulassen. So, sehr gut. Ich wollte ja eigentlich noch in die Skillbäume mit reingucken und ich glaube, ist das hier schon die Festung? Ja, die sieht ja kacke aus. Die ist ja voll hölzern. Ich dachte, dass wir hier jetzt so voll die riesige Pimp-Festung finden, wo wir dann reingehen und das da voll schlossmäßiges Ambiente und so beinhaltet. Aber das ist ja nur so ein komisches Holzgerüst, wie auf manchen Spielplätzen. Ja, in etwas abgewandelter Form. Okay, wir gucken uns erstmal an, was wir jetzt hier tun können. Was wollte ich denn bei ihr jetzt zum Beispiel überhaupt machen? Bestimmt für irgendwas sparen wieder mal. Hier brauchen wir 30. Warte mal, was ist denn das hier unten? Hier brauchen wir 80, okay. Was hat sie denn momentan? Sie hat heilende Welle, oder? Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, womit sie momentan heilt. Kampfmodus, Seffi, heilender Wind. Okay, das können wir aber theoretisch auch wechseln. Eine geheiligte Welle, ach nee, das ist ein Angriffszauber. Für gesamte Gruppe festgelegte Menge LP wiederherstellen. So, dann nehmen wir jetzt mal den heiligen Sturm. Und dann gucke ich mal, ob wir den jetzt hier irgendwie schon verbessert bekommen. Heilender Sturm. Oh, das wird bestimmt voll teuer sein, oder? Nee, für Upgrade benötigt SP 20. Erholen plus 20, okay. Machen wir mal. Ich würde gerne, dass die Anforderungen runtergehen. Ach, das können wir auch nur einmal upgraden. Das ist ja blöd. Und für den heilenden Wind brauchen wir 30. Erholen plus 20. Okay, das mache ich jetzt auch mal hier rein, weil mir ist, glaube ich, momentan eher wichtig, obwohl das ja auch geil ist, ne? Weil das so eine Art Beschwörung ist, auch ziemlich geil. Das würde sie ja auch als Angreifer ganz interessant machen. Aber gut, da werden wir uns noch etwas in Geduld üben müssen, denn momentan ist mir wichtiger, dass sie hier irgendwie halbwegs ordentlich heilen kann. So, Crosscell ist bei seinen 100 angekommen. Ja, super. 70 brauchen wir hier und genau, dafür wollte ich sparen. Lässt die fähige Feuerflammen auf einen Gegner los. Sehr gerne. Kahnnutzung minus 1. Sehr interessantes Upgrade, aber auch sehr kostspielig. Ja, da muss ich mal gucken, wofür ich als nächstes spare. Bin am überlegen, ob ich das jetzt schon ausrüsten soll, aber der wird wahrscheinlich unglaublich viel Kahn benötigen, damit er das überhaupt zum Einsatz bringen kann. Ich glaube, das könnte uns gerade, wenn ich versuche, die ein oder andere Chainbreak zustande zu bringen, ganz schön auf die Füße fallen. So, hier habe ich jetzt gerade auch irgendwie das Bedürfnis, ein bisschen was umzumodeln. Phantomangriff, mächtiger Vorstoß auf einen Feind. Das machen wir jetzt mal, weil ich kann die Ausdauernutzung hier herabsenken und den Schaden auch erhöhen. Sehr schön, ich mache das am besten gleich, ansonsten vergesse ich das nämlich wieder. So, warte mal einmal so. Dann Juto runter und dann RT. Und Phantomangriff, sehr schön. Vielleicht war das auch der Fehler, den ich gemacht habe, dass ich die Leute einfach bisher immer mit zu schlechten Skills habe rumlaufen lassen.
Und dann haben wir aber, also Inni haben wir durch, Juto haben wir durch, Celestine. Bei ihr könnte ich theoretisch auch mal gucken, obwohl ich sie vor kurzem ausgewechselt habe, aber trotzdem. 66 haben wir. Hier bräuchten wir 100. Blizzard Biss. Ruft einen uralten Eisgott. Oh, ich finde ja sowas immer total geil. Ich bin ja so ein riesiger Fan von Beschwörung, aber wir werden ihr erstmal diesen Intelligenzboost hier mitgeben. Und dann werde ich bei ihr auch die 100 mal zusammensparen. Aber guck mal, bei ihr ist das voll faszinierend. Weil sie hat hier ganz am Schluss hat sie noch irgendein Status-Upgrade mit drin. Das ist bei den anderen irgendwie nicht so. So, und bei Argo, der hat die Axt, ne? Ich weiß gar nicht, ob sich das hier lohnt, irgendwas zu machen. Boah, der braucht aber auch 100. Obwohl, nee, braucht er nicht, weil hier können wir seinen Angriff noch weiter pushen und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Na gut, dann sind wir jetzt hier etwas besser unterwegs, hoffe ich doch mal. So, warte mal, dann wollte ich jetzt aber nochmal schnell zu Crocel rüberschwenken, genau. Und dann kann es hier gerne weitergehen. Oh, ich habe gerade echt so ein bisschen Bammel. Boah, wenn ich jetzt draufgehen sollte, wäre das so ärgerlich. Aber ich habe gerade überhaupt gar keinen Bock, nochmal zum Speicherpunkt zurückzukehren. Auch wenn das wahrscheinlich total sinnvoll wäre. Aber ich baue jetzt einfach drauf, dass wir das irgendwie hinkriegen. Irgendwie werden wir das schon machen. Aber eine Sache muss ich jetzt noch ändern. Ich glaube nämlich, dass das mit dem Heiligen Sturm, ich glaube Einzelheilung ist echt irgendwie sinnvoller. Zumal sie, glaube ich, für den heilenden Wind auf weniger, ja, nur die Hälfte an Dings hier benötigt. Deswegen soll sie den heilenden Wind erstmal bekommen. So, jetzt aber. Jetzt gibt es nichts mehr, wodurch ich mich aufhalten lasse. Da hinten könnten wir hoch. Ich will aber erstmal hier gucken, was wir hier noch so Schönes mitnehmen können. Vielleicht sogar das ein oder andere Level ab. Schön wäre es, wenn wir hier irgendwie noch eine Speichermöglichkeit haben würden, aber ich befürchte fast, dass das nicht hinhauen wird, zumal der letzte Speicherpunkt ja gar nicht so weit zurückliegt. Aber ich glaube, das war auch gut, dass ich Juto diese Fieberimmunität mitgegeben habe. Ich glaube, das war gerade in den letzten Kämpfen, wo er immer mit diesem Fieberzustand auch geplagt war, so ein riesengroßes Handicap. Und ach komm, wir kommen hier jetzt auch weiter. Ja, vielleicht gibt es jetzt hier doch noch irgendeinen Speicherpunkt, aber den müsste ich ja auch auf der Karte erkennen können, ne? Und das ist nicht der Fall. Ich wette, wir werden hier gleich aufgehalten. Also würde mich nicht wundern, aber wer weiß, vielleicht liegt hier irgendwo noch eine tolle Truhe rum mit irgendeinem richtig geilen Gegenstand. Also eine richtig interessante Zwickmühle wäre es ja jetzt, wenn ich für Crocel, wir müssen zuerst zur Dunkelklingenfestung, wenn ich für Crocel jetzt irgend so einen geilen Feuerball finden würde, der natürlich eindeutig schlechter wäre als das, was er jetzt momentan nutzt, weil wir ja jetzt die wahrscheinlich stärkste Waffe für ihn besitzen, aber keine Ahnung, ich würde das wahrscheinlich trotzdem, aufgrund meines angeknacksten Ehrgefühls, würde ich das wahrscheinlich trotzdem nehmen, aber ja, beschwören kann ich es jetzt nicht. Boah, Leute, wisst ihr was? Ich gehe nochmal speichern. Es tut mir total leid und wir werden diesen Kampf auch erst im nächsten Part bestreiten. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, aber ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist. Ist das eine, die ihr euch am Samstag anguckt? Oder, oh ja, jetzt gucke ich hier gerade voll auf meinen Plan und habe das hier voll verwechselt. Nee, okay. Ja, das dauert jetzt noch ein paar Tage. Wo zum Teufel laufe ich gerade hin? Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da auch ein bisschen Hauptstory-Fortschritt bekommen werden. Ich glaube, mich nämlich vage an die ein oder andere Cutscene erinnern zu können. Und ich glaube, wir werden hier einen ganz, ganz gewichtigen Hauptstory-Fortschritt auch erzielen. Und das würde, wenn ich das jetzt weiter fortsetze, dann wieder auf so einen hässlichen Cut in der Mitte hinauslaufen. Und ich habe in diesem Let's Play bisher noch keinen Cut gesetzt, ohne Hallo und Verabschiedung und einfach so mittendrin, wie ihr das vielleicht aus anderen Let's Plays mal kennt, wenn das so ein bisschen den Rahmen sprengt zeitlich und ja, ich dann mittendrin halt so eine hässlichen, wie heißt das? Ja, so ein komisches Wort dafür. Ich habe heute irgendwie so leichte Wortfindungsstörungen. Es gibt aber so ein komisches Wort dafür, wenn man mittendrin aufhört und ja, damit den Spannungsbogen so ganz künstlich und pervers in die Höhe zieht. Aber beim nächsten Mal, da garantiere ich euch, dass wir wirklich viel für die Hauptstory machen werden und wahrscheinlich auch an die eine oder andere interessante Erkenntnis gelangen werden, die vielleicht auch so eine entsprechend große Wende herbeiführen wird im Rahmen unserer Hauptstory. Ich danke euch fürs Einschalten und würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.